Moin meine lieben Freunde und willkommen zurück hier bei GameTastic Ladies. Raphael, ich habe heute ein Q&A für euch. Das heißt, ich beantworte eure Fragen, um genau zu sein, eure Fragen, die ihr mir bei Instagram gestellt habt. Für alle, die uns bei Instagram noch nicht folgen sollten, einmal unten der Benutzername oder der Name ist unten in der Videobeschreibung. Gerne reinschauen, GameTastic_Official. Da könnt ihr uns folgen und verpasst auch solche Geschichten zum Beispiel nicht generell. Wird das nächste Zeit vielleicht wohl öfter kommen. Wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt deswegen in die Kommentare, wie ihr so ein Videoformat findet, wo ich eure Fragen beantworte. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie euer Feedback und eure Meinung dazu sind. Hat einfach Lust dazu, sowas mal zu machen und ja, fangen wir doch einfach mal an. Oder ihr habt mir die Fragen gestellt bei Instagram, ich versuche jetzt so viel wie möglich hier zu beantworten. Und die erste Frage kam von Drof90, der hat gefragt, kommen als Alternative zu Madden in Zukunft NBA 2K-Videos für dich in Frage? Bisschen frischer Wind für dich und den Kanal. Generell haben wir uns da in letzter Zeit ein paar Gedanken zu gemacht. Durchaus. Ich meine, man überlegt sich ja generell viele Sachen, ne? Wenn man YouTube macht und gerade jetzt, wo man nicht so sehr viel Spaß gemacht hat oder uns nicht so viel Spaß bereitet hat, überlegt man sich natürlich auch andere Sachen. Keine Frage, bisher da noch nichts irgendwie spruchreif oder so. Aber um es kurz zu machen, kommt das für uns in Frage? In Frage kommt immer viel, ob es letztlich passiert, ist eine andere Sache, also ja, prinzipiell kommt es in Frage, gab es ja auch schon mal bei uns bei GTHD auf dem Channel, ein bisschen länger her schon, aber es gab es schon mal und es kommt auch für die Zukunft durchaus in Frage. Bestes Nachwuchstalent der NFL? Gute Frage, die Frage kam von Domme30. Das ist eine schwere Frage. Kommt immer auf viele, gibt viele verschiedene Positionen. Ich glaube wirklich vom reinen Talent, wahrscheinlich vergesse ich wieder irgendjemanden, würde ich jetzt wirklich Stand jetzt sagen, Saquon Barkley. Running Back Position, klar, ist nicht so schwer zu spielen, aber was der Junge ja schon in diesem Jahr in seiner ersten Saison gezeigt hat, das ist einfach, das ist unfassbar. Barkley, ein absolut richtig starker Spieler. Ja, eines der größten Talente sicherlich der Liga derzeit. Deswegen, dass wir jetzt das schon nicht spontan sagen würde, es gibt viele gute junge Spieler, ne? Es gibt viele gute junge Spieler, die viel, viel Talent haben. Könnte man jetzt noch 5, 6, 7, 8 Namen nennen. Ja, spontan. Und darauf kommt es hier an, würde ich sagen, Saquon Barkley. Max Habelmann hat gefragt, ob in Zukunft auch wieder mal Mood-Videos kommen, also Madden Ultimate Team. Ja, durchaus kommen da wieder Videos. Ich habe jetzt länger nicht gezockt, da muss ich erstmal wieder ein bisschen reinkommen, definitiv. Ne? Ihr kennt das, wenn man das länger nicht spielt, wenn du das 4, 5, 6 Wochen nicht spielst, Ultimate Team, dann bist du raus, dann bist du mit dem Team raus. Und dann musst du erstmal gucken, dass du dein Team wieder on track kriegst. Deswegen für die Zukunft definitiv wird wieder was kommen, sobald die Motivation, was Ultimate Team angeht, auch wieder ein bisschen größer ist bei mir. Ich hatte so viel Spaß dran und die letzten Patches haben es, ich habe es in ein paar Videos erklärt, haben es leider ein bisschen geändert. Aber ich denke, die Lust wird da zurückkommen. Also ja, in Zukunft auch wieder Ultimate Team bei uns. Jetzt nicht in den nächsten ein, zwei Wochen. Das glaube ich jetzt noch nicht. Ja, ich bin froh, dass ich jetzt wieder Barkley und 49ers am Laufen habe. Aber ja, für die Zukunft wird definitiv wieder kommen. Kai Esser hat gefragt, wann die Broncos endlich mal wieder ein ernstzunehmender Kandidat, ernstzunehmender AFC-Rivale sind. Ja, ich hoffe bald. Ja, ich hoffe definitiv bald. Letzte Saison war wieder zum Vergessen, jetzt Case Keenum. Wenn ich jetzt schon wieder sehe, dass sie einen Quarterback in Runde 1 draften wollen, da kriege ich schon wieder echt zu viel. Weil das Problem ist einfach, letztes Jahr gab es so viele gute Quarterbacks im Draft. Ja, und die Broncos haben keinen geholt, haben Bradley Chubb geholt. Ist ja okay. Ja, ein guter Spieler, hat unserem Team auch geholfen in der Defensive. Aber du kannst doch jetzt nicht in einem Draft, wo es nicht wirklich gute Quarterbacks gibt oder nicht viele gute Quarterbacks gibt, und sagen, jetzt hole ich einen Quarterback. Ja, warum dann nicht jetzt? Ja, also dieses Jahr gibt es viele gute Defensivspieler. Hätte man auch dieses Jahr einen Passrusher holen können. Aber nein, es läuft so. Ich weiß es nicht, ob sie einen Quarterback holen. Persönlich würde ich vielleicht bis nächstes Jahr mit dem QB warten. Ein Jahr ist noch Case Keenum, denn da muss man nicht alles über den Haufen schmeißen. Und ich hoffe, ja, ein ernstzunehmender Kandidat, ganz ehrlich, ein ernstzunehmender Titelkandidat in der AFC. Wenn es gut läuft, 4, 5 Jahre. Vorher, muss ich sagen, sehe ich da wenig. Mir tut es leid von Von Miller auf jeden Fall, weil er ja die Primetime seiner Karriere so ein bisschen sich irgendwann dem Ende neigt und wir nicht viel rausgeholt haben. Die eben nicht die Chancen geboten haben, die er als Spieler verdient hätte. Das finde ich ein bisschen schade, aber gut, so ist der Sport, so ist die NFL. Und wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht.
drückt die Daumen. Dieser letzte Draft war gut. Jetzt nochmal einen guten Draft hinterher und dann stehen wir hoffentlich wieder in einer besseren Zukunft bevor. Juice FA fragt, ob die Vikings nächstes Jahr wieder besser sind. Ja, also ihr wisst ja, Max war bei uns auf dem Channel, Vikings-Fan. Da hatten wir öfter mal Diskussionen über die Vikings und vor allen Dingen über Kirk Cousins. Meiner Meinung nach, er war da anderer Meinung, meiner Meinung nach ist Kirk Cousins nicht die Lösung und hätte Kirk Cousins auch nie die Lösung sein sollen. Ich hätte mir bei den Broncos einigermaßen passablen Quarterback vorgestellt, hätte ich mir auch gewünscht, dass er gekommen wäre. Aber die zahlen ihm jetzt wirklich mächtig viel Geld und leistungstechnisch. Vor allen Dingen gegen gute Teams ist Kirk Cousins wirklich nicht gut. Ja, und ich glaube, mit den Vikings musst du rechnen, weil die haben ein Top-Team. Die haben wirklich ein gutes Team zusammen. Aber dieses Jahr hat es einfach nicht gereicht, was für das Team echt schade ist. Ja, weil da ist einfach mehr drin. Und Kirk Cousins, ja, wie gesagt, ist in meinen Augen nicht die Lösung auf dieser Position. Mal sehen, was das nächste Jahr bringt. Ich glaube, Playoffs sollten schon wieder drin sein. Vinzenz hat zwei Fragen gestellt. Einmal, hast du heute Nacht NCAA gesehen, also das Finale Clemson gegen Alabama? Hatte ich nicht gesehen, weil ich am nächsten Tag arbeiten musste. Generell in letzter Zeit gucke ich immer mehr College Football tatsächlich. Gut, es ist wieder Pause, aber ich habe diese Saison zum ersten Mal ein bisschen mehr College Football geguckt, um da reinzukommen. Und es macht echt Spaß, es ist interessant zu sehen, so die Unterschiede zur NFL. Früher habe ich mich da gar nicht so mit beschäftigt. Deswegen sehr interessant zu sehen. Also ich steige da langsam ein, ja? Aber es ist jetzt nicht so weit, dass ich euch irgendwelche Videos dazu machen könnte, weil da muss einfach ein gewisses Wissen da sein. Das habe ich immer derzeit nicht. Ja, deswegen ja. Ich schaue es gelegentlich, das Finale habe ich nicht gesehen, aus zeittechnischen Gründen. Und die andere Frage von dir war, glaubst du, dass Antonio Brown getradet wird? Ja, ein riesen Hin und Her, ein riesen Hickhack derzeit. Antonio Brown, erst habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall. Dann hat auch der Owner gesagt, es ist schwer vorstellbar, dass Antonio Brown der Konstellation bei uns bleibt. Und jetzt hat Antonio Brown wieder ein Bild gepostet mit dem Owner zusammen und Business is booming, sagt er immer so gerne. Es ist kurios. Persönlich würde ich sagen, so wie es lief, aber man kennt eben die Hintergründe nicht. Man kennt nicht die Sicht von Antonio Brown, man kennt die von Big Ben und von einigen Ex-Rivalen oder Ex-Teamkameraden, die sich öffentlich jetzt profiliert haben und da was gesagt haben. Aber man kennt eben nicht die Seite des Antonio Brown, der hat öffentlich, was das angeht, was diesen angeblichen Streit im Locker-Room angeht und so, nicht großartig sich verteidigt oder irgendwas breitgetreten. Hat sich dazu nicht wirklich geäußert, deswegen... Ja, weiß ich nicht, was da intern vorgefallen ist. Es ist auf jeden Fall so, dass wenn die Seite, die wir mitgekriegt haben, stimmt, glaube ich, dass Antonio Brown getradet wird. Die Steelers sagen selber, sie kriegen wahrscheinlich nicht mal mehr einen Erstrunden-Pick. Er ist halt schon in die Jahre gekommen auch, tatsächlich. Die letztens gelesen, die Broncos sollen Kandidat sein. Ja, für ein, zwei Jahre kann man den nehmen, genau wie die 49ers oder die Colts zum Beispiel. Ja, für ein, zwei Jahre kannst du den nehmen, dann zeigt der Leistung, kann vielleicht den jungen Spielern noch ein paar Tipps geben. Aber es hat keine dauerhafte Lösung und allzu viel würde ich da einen Draftpick auch nicht für bezahlen, weil ganz ehrlich, das ist ja die Zukunft und Antonio Brown ist nicht die Zukunft seiner Franchises. Auch die Frage von Vincent, wenn die Cardinals an 1 nehmen, ich versuche es kurz und knapp zu machen. Jetzt kamen mir Quarterback-Gerüchte auf, ich glaube jetzt nicht, dass die Josh Rosen traden. Eigentlich müssen sie Bosa nehmen, aber die ganzen Mock-Drafts, die ich gesehen habe, sagen was anderes, keine Ahnung. Meiner Meinung nach musst du Bosa nehmen in dem Draft. Ja, ob sie es tun oder nicht. Wenn nicht, dann nehmen die Niners ihn dann 2. Da wäre ich jetzt nicht traurig drüber, sage ich mal so. Ja. Was denkst du, wird neuer Head Coach bei den Broncos? Ja, die Entscheidung ist gefallen. Ja, die Fragen sind schon ein bisschen her. Und es ist tatsächlich der Junge geworden, den ich mir gewünscht habe. Vic Fangio, Defensive Coordinator der Bears. Taylor hätte ich mich auch drüber gefreut, den QB-Coach der Rams, aber der ist jetzt anderweitig vergriffen. Allerdings steht da die Bestätigung noch aus, weil die Rams eben noch in den Playoffs sind. Deswegen, ja, ich habe mir Vic Fangio gewünscht. Der sieht so aus, als würde Gary Kubiak zurückkommen, als Offensive Coordinator für die Broncos. Das ist, glaube ich, interessant. Bin gespannt, wie das geht. Der hat es ja eigentlich gar nicht mal so schlecht gemacht, als er Trainer war. Ja, deswegen... Ja, bin ich gespannt, wohin die Reise geht. Ich glaube, Vic Fangio ist defensiv auf jeden Fall ein Gewinn für unsere Defensive. Wir brauchen ein bisschen eine bessere Secondary. Und ich glaube, Bradley Chubb und, ja gut, Von Miller. Was willst du da noch großartig besser machen? Aber Bradley Chubb und so, ich glaube, den tut das gut. Ja, den tut das gut. Und deswegen freue ich mich über die Wahl. Hätte mir Taylor als Offensive Coordinator noch zusätzlich gewünscht, aber war nicht realistisch. Schade, aber ich denke, damit können wir ganz gut leben. Ich freue mich auf die neue Saison. Jetzt ein bisschen Ruhe reinbringen, guten Draft hinlegen und dann eben Vollgas geben. Pascal Wagner fragt, wer ist mein Lieblingsspieler in der NFL? Da hinten liegt das Jersey von ihm, Von Miller von den Broncos. Keine Frage.
Als Broncos-Fan kann man den Jungen nur, also man kann den auch ansonsten, glaube ich, nur gut finden, aber als Broncos-Fan ohnehin. Ja, danach derzeit Baker Mayfield. Ich feiere Baker Mayfield sehr. ich würde ihn derzeit an Rang 2 setzen. Felix Reifen fragt, ob ich mal Football gespielt habe. Nein, tatsächlich nicht. Ich weiß, ich wäre ein perfekter Running Back. Nein, Spaß beiseite. Eher O-Line oder D-Line. habe ich nicht gemacht. Zeittechnisch einfach schwer. Ich habe es mir öfter überlegt, aber mit Studium, Arbeit, dann, ja, Fernbeziehungen, wo man öfter unterwegs ist, auch an den Wochenenden und YouTube und noch eine politische Jugendorganisation und generell politisch aktiv. Da bleibt nicht mehr viel Zeit, um nebenbei noch Football zu spielen und ja, das würde nicht gut ausgehen im Sinne von irgendwas würde ich schleifen lassen oder ich würde alles schleifen lassen. Deswegen da weiter keine Pläne erstmal gefasst, was das angeht. Lukas hat gefragt, meine Überraschungen des Jahres, positiv wie negativ. Negativ für die Vikings, definitiv. Positiv überrascht, ja, von den Colts. Die Texans sind gut, aber war ich am Ende doch auch positiv überrascht. Ja, was war noch negativ? Fällt mir jetzt spontan eigentlich gar nicht mal so viel ein, was mich so krass überrascht hätte. In die Richtung positive Überraschung. Ich will jetzt nicht sagen die Browns, weil eigentlich habe ich damit habe ich das erwartet. Doch, die Jaguars sind noch negativ. Die Jaguars definitiv eine negative Überraschung für mich. Und die Browns kann man noch zu positiv hinzuzählen, aber ich habe eigentlich damit gewartet, dass da mehr kommt. Und ich glaube, die meisten Leute, die Browns ein bisschen verfolgt haben, haben auch damit gerechnet, dass da mehr kommt. In dieser Saison, auch in der nächsten Saison dann hoffentlich auch. Ne? Lino Schürholz hat gefragt, als was ich arbeite. Ich arbeite derzeit bei einem Mobilfunkbetreiber nebenbei. Und ja, studiere langsam in den letzten Zügen angewandte Informatik. Ich weiß, ich bin schon lange dabei, aber zwischendrin echt krassen Durchgänge gehabt, weil ich es eigentlich gar nicht mehr machen wollte. Und dann war man lange am Überlegen, hörst du auf, was anderes. Naja, langes Hin und Her. Duales Studium, wenn du genommen wirst, weil er gefragt hat, ob ich ein duales Studium empfehlen kann. Ich persönlich studiere nicht dual. Wie gesagt, arbeite so nebenbei, um ein bisschen Geld zu verdienen. Duales Studium, wenn du genommen wirst, sicherlich hart, aber ich glaube, es ist gut. Weil was du im Studium definitiv, also was ich von vielen Kommilitonen, was ich auch selber einfach mitkriege, ist, du lernst im Studium nicht wirklich viel davon, was du später in der Praxis relevant brauchst, was schade ist. Es ist aber so. Deswegen hast du halt einen entscheidenden Vorteil, wenn du dual studierst, weil du da ja schon nebenbei arbeitest und die Realität im Endeffekt mitkriegst und dann vielleicht auch sagen kannst, was im Studium für dich wirklich, was später für dich relevant ist und was nicht und was dich mehr interessiert, welche Themenbereiche dich vielleicht mehr interessieren. Deswegen glaube ich, wenn du genommen wirst, weil die Anforderungen für ein duales Studium sind noch ein bisschen höher, würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Aber es ist halt auch hart, ne? Zeitintensiv, hart. Gut, du wirst bezahlt dafür logischerweise und hast, glaube ich, unterm Strich eine gute Ausbildung. Seppel FCN 04 hat noch gefragt, mein Lieblingsfootballteam. Ja, auch dahinter die Denver Broncos, daneben die 49ers. Platz 2, nicht wundern, das Jersey ist nicht eingegangen, das ist das von Hannah, von Bowman. Und das ist ein bisschen größer, das rechte, das ist von mir. Mit Von Miller, also das sind meine zwei Lieblingsteams. Glaubst du, die Eagles kommen weiter? Nein, ich habe es nicht geglaubt. Die erste Runde haben sie überstanden, habe ich mich sehr gewundert. Die zweite Runde haben sie jetzt auch wieder gut mitgemacht, die Divisional Round, aber am Ende verloren gegen die Saints, aber doch besser gewesen, als ich gedacht hätte. Ja, also für mich war es eine kleine Überraschung, dass sie es so weit gebracht haben. Ich fand es ein bisschen, ich will nicht sagen lächerlich, wie Nick Foles in den Himmel gelobt wurde und was für eine Legende um ihn herum gebaut wurde. Also das sehe ich einfach nicht, aber das ist jetzt eine andere Diskussion. Black White Magpie 99, dass ich nichts Falsches sage, hat mich gefragt, woher kommst du? Also Ort, ursprünglich aus Bamberg, geboren in Bamberg in Franken. Jetzt komme ich aus Niedersachsen im Landkreis Uelzen, Lüneburger Heide. Ja, ihr seht das vielleicht bei Snapchat manchmal oder bei Instagram, wenn ich gerade mal wieder losdüse zu Hanna oder so. Ja, also aus Uelzen, es ist hier sehr ländlich. Ich bin froh, dass wir einen guten Internetanschluss haben. Ja, das sollte deine Frage, glaube ich, beantworten. 8SR hat gefragt, Meinung zu den Rams und wer wird Rookie of the Year, deiner Meinung nach?
Rams, ja, die haben alles auf eine Karte gesetzt. Ich finde das für die Zukunft nicht sinnvoll. Wenn sie jetzt den Super Bowl gewinnen, haben sie alles richtig gemacht. Ich glaube aber nicht, dass sie den Super Bowl gewinnen. Deswegen weiß ich nicht, ob es so schlau war, All-In zu gehen, was die Spieler angeht, was das Gehalt angeht. Ich bin gespannt, was dann in den nächsten Jahren so passiert, weil die stehen gehaltstechnisch auf jeden Fall vor Problemen. Die können nicht alle Spieler halten, Punkt. Deswegen bin ich gespannt, was da passiert. Ja, sie haben alles auf eine Karte gesetzt. Entweder sie gewinnen jetzt oder es hat sich nicht gelohnt. So einfach ist das. Ja, das zu den Rams. Und die andere Frage, Rookie of the Year. Ja, Saquon Barkley. Ne? Ich weiß nicht, ob es am Ende werden wird. Baker Mayfield wird sehr viel genannt. Ich liebe Baker Mayfield. Ich mag seine Art. Ich finde, er ist ein super Quarterback. Und ich glaube, er wird uns noch sehr viel Freude in der NFL bereiten. Aber Saquon Barkley-Saison, die war auch von einem anderen Stern. Sorry, aber die war unnormal, ja. Ich glaube, 3 Spieler haben bisher geschafft, die 2000 Scrimmage Yards, die er jetzt gemacht hat in dieser Saison. 3 Spieler vor ihm und da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Der Typ, das ist ein Riesentalent. Das ist ein Riesentalent und ich glaube, der wird in der Liga, wenn er verletzungsfrei bleibt, noch so maximal viel Spaß machen und den Giants noch so maximal viel Spaß bringen, dass wir seinen Namen wahrscheinlich sehr, sehr lange hören werden. Ja, also für mich Rookie of the Year, Offensive Rookie of the Year, definitiv Saquon Barkley. In der Defensive kann es eigentlich nur Leonard von den Colts sein, würde ich sagen. Bad Vibes haha hat gefragt, was die Vorsätze für YouTube sind. Ja, also erstmal 200.000, nein, Spaß. YouTube-Vorsätze, also ganz ehrlich, einfach, dass regelmäßiger der Content kommt, dass wir gut zueinander finden und gut zueinander bleiben. Ja, Community-technisch, das ist mir echt das Wichtigste. Dass man einfach eine gute Bindung hat, also ich eine gute Bindung zu euch habe und ihr eine gute Bindung zu mir habt, weil das motiviert einen auch wirklich, ne? Wenn ich in den Kommentaren so sehe, dass ihr Bock habt auf die Videos, dass ihr Lust habt, ja, was Neues von mir zu sehen oder auch von den anderen Jungs, was Neues zu sehen, dann motiviert einen das. Und das ist mir persönlich wichtig, wenn dann immer nur, ja, wenn so negative Vibes kommen, die auch oft berechtigt sind und berechtigt waren, das will ich gar nicht irgendwie von der Hand weisen. Ja, dann nimmt einer aus der Motivation, das ist ja klar, ja, ist ja logisch, also deswegen hoffe ich einfach, dass es so positiv bleibt, wie es derzeit ist und wir einfach ein Stück weit zusammenrücken, noch ein bisschen persönlicher das Ganze gestalten. Das ist mir eigentlich noch wichtig für 2019, weil ich glaube, das ist in der letzten Zeit ein bisschen mehr verloren gegangen auf dem Kanal, so diese persönliche Note, der persönliche Touch. Ich habe mich persönlich jetzt auch nicht so eingebracht, also jetzt nicht videotechnisch, sondern einfach dieser persönliche Grad. Ich finde, der hat mir ein bisschen gefehlt in letzter Zeit. Das will ich auch mal ein bisschen mehr mit einbringen. Deswegen auch solche Videos hier zum Beispiel, weil ich das cool finde. Und ja, einfach ein bisschen sabbeln, sag ich mal. Ne? Das ist mir eigentlich wichtig und ansonsten habe ich keine großen Ziele, was irgendwelche Zahlen angeht, weil mir die Zahlen in dem Moment wirklich auf YouTube derzeit aktuell egal sind. Sage ich euch, wie es ist. Würde mich freuen, wenn die Abonnenten steigen, aber es kommt, glaube ich, von selber, wenn die Arbeit stimmt und ja, freut sich, glaube ich, jeder YouTuber drüber, aber zahlentechnisch habe ich da keine Ziele gesetzt, ja, für irgendwelche, ja, für die Zukunft, was das angeht. Einfach machen und schauen, was passiert, ja, also, was das angeht, das Wichtigste. Dass wir eine Community bleiben, dass wir zusammenwachsen, dass wir Spaß hier auf dem Kanal haben. Und dass ich Spaß auf dem Kanal habe, ist natürlich auch wichtig, damit Videos kommen. Ja, das sind die Vorsätze. Fabio hat noch gefragt, was ist meine Meinung zu den Dolphins? Ich finde, sie haben viel weggetradet Anfang der Saison. Ansonsten wird es auch interessant sein, was da in Zukunft passiert, glaube ich. Ja. Die Dolphins sind so ein Team, mit dem beschäftige ich mich ehrlich gesagt nicht so sehr viel. Deswegen hält sich meine Meinung da auch einigermaßen in Grenzen. Ich kann keine Meinung zu Sachen äußern, wo ich nicht so drin stecke. Ja, als kurze Antwort. Und letzte Antwort, die letzte Frage kam von meiner Schwester Fina und hat gefragt, ob sie nicht toll ist. Und da muss ich an der Stelle sagen, ne, nein, Spaß. Ich hab dich lieb. Ja. Das war das Q&A, das waren die Fragen und Antworten. Schreibt gerne neue Fragen unten rein oder schreibt, schreibt erstmal hier rein. Und wenn ich bei Instagram wieder einen Aufruf mache, schreibt auch Fragen. Wenn ich der Meinung bin, wir haben coole und genug Fragen, dann mache ich ein neues Q&A, falls ihr Lust darauf habt. Das ist das Wichtigste, Leute. Ihr müsst mir jetzt sagen, hey, war das cool, war das nicht cool? Habt ihr da Bock drauf, in Zukunft sowas von mir zu sehen, mein Gesicht zu sehen? Das ist ja sowieso auch schon mal immer eine kleine Zumutung für euch, ich weiß, aber
Ja, ob ihr einfach Lust habt, was von mir zu erfahren, schreibt es in die Kommentare. Gebt einen Daumen nach oben, damit ich sehe, hey, hat mir gefallen. Und sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Also, vielen Dank, Leute. Bisschen entspannt heute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Morgen versuche ich die 49ers rauszuhauen. Und dann nach dem 49ers-Part sollte auch die Tonqualität wieder besser sein, so wie sie jetzt hier ist im Video. Sorry für diese vier verpackten Videos, die davor kamen. Also macht's gut, Leute. Haut rein, bis dahin. Euer Raphael von GameTastical HD.